Hallo und willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind wieder hier auf dem Dach und möchten jetzt den Marvin mal erlegen. Wir werden jetzt einzeln ausschalten, ohne dass er mich mit seinem Ding da abknüppelt. Das wäre mir herzallerliebst. Sein Kollege geht die Treppe runter. Wir begeben uns mal in Deckung. Kate bleibt hier hinten, sehr gut. Ist vielleicht schon wieder alles vorbei. Ja, gut, der Vorsichtbalken wird jetzt nicht gerade kleiner, ne? Muss wohl abgehauen sein. Ach, ist er unter mir oder was? Na gut, von hier aus sehe ich ihn da nicht. Was ist Marvin von hier aus? Nee, leider nicht. Ich glaube, Kate ist gerade schon runtergefallen. Muss wohl die Fallsucht haben. Da ist der. Aber hat Kate jetzt die Wache erlegt? Hat Kate jetzt gerade echt im Alleingang die Wache da draußen erlegt? Tatsache. Miley, Kate. Ich bin ja beeindruckt. Nicht überrascht, aber beeindruckt. Ich meine, Kate ist eine Granate, das weiß ich. Die geht auf jeden drauf los, ohne mit der Wimper zu zucken. Oh, das hier war ja eben gerade. Ach, und das hast du schon hochgebackt. Alles klar. Dann lass mich da durch, da Schätzchen. Jetzt muss ich ja leider wieder Marvin suchen. Was? Dann ist auch okay. Problem ist, dass er natürlich mit seinen kleinen Schweinchen ein bisschen mehr Schaden verursacht als ich mit meiner kleinen Sniper hier, ne? Und mit Kate, wenn ich im Weg rumstehen würde, könnte ich auch ein bisschen mehr machen. Keine Chance für einen Treffer. Schatten. Ich bin zwar gerne auf den Dächern der Stadt, ne, aber wie hell deinem City einfach leuchtet und der dieses Nebel mehr, ne? Ist das halt das Richtung Meer, wo ich gucke? Ja. Ne, das leuchtende Meer, wo wir schon mal waren. Wo ist denn jetzt hin hier? Ach, dann der Eck, okay. Ich hab doch den Granatwerfer, ne? Hab ich Granaten für das Ding? Eine. Genau, eine.
Splittergranate. Genötigte Munition fehlt. Hab doch Splittergranaten. Jo, okay, die zählt schon mal nicht. Alles klar. Ja, ich hab eine richtige 10 mm da. Na gut, die Granate wird unschauen. Dankeschön. Eigentlich will ich dich ja bloß rauslocken. Bin wohl etwas schreckhaft heute. Ach da. Wow, wow. Hörst du das? Ich habe ihn auf jeden Fall erwischt. Tja. Das war wohl absolut nichts. Kann nicht anders sein. Wie erwische ich ihn ab? Warum muss es nur so still sein? Uff. Nice. Den haben wir erlegt. Und mehr dürfte es hier eigentlich nicht geben. So, natürlich bevor ich ihn auslute. Lass nicht zurück, was hilfreich sein könnte. Ich nehme alles mit, was ich kann. Die haben sich da oben schön gemütlich gemacht. Wo hat er denn diesen Partner gesehen, sag mal? Ich habe schon voll vergessen, wo seine Werkstatt ist. Baseballschläger, Baseballhandschuhe, Gartenzaun. Na gut, auf jeden Fall haben wir hier alles erstmal erledigt. Dann looten wir noch ihn ganz kurz aus. Kronkorken, Sparschweinwerfer, Bombe, 10, Patronen, Granatwerfer, Baupläne. Was zum Glück siehst du? Du hattest nie eine Chance. Hä? Habe ich jetzt was verpasst? Oh nein! Hä? Warum wird denn jetzt geballert? Habe ich jetzt noch was verpasst oder so? Hier war doch noch nichts los. Moment, was zum. Irgendwas verfolgt uns. Was war das? Okay. Frage, was es war. Holy, auf was? Was schießt der da? Ist das die Rache dafür, dass ich Dings umgebracht habe? Okay, Marvin hat nur mehr Wachen gehabt. Warte mal, kann ich hier runtergehen ohne Gefahr? Ich werde mir die Blöße nicht geben und da lang gehen, weil ich weiß, ob ich da wieder explodiere wie vorhin. Also in der vorherigen Folge. Wir gehen den Weg, den wir kennen. Ist ein bisschen sicherer.
Der Weg hier haben wir schon abgeklärt. Ist mir definitiv lieber. Ach, hier ist der Typ, deine Dings gewesen. Und der lebt auch noch. Baseballgranate. Baseballwerfer. Und Baseball. Heilige Maria. Hier ist Dachs. Sachs. Hey, danke für die Hilfe. Durchschlagen, chinesischer Granatwerfer. Gewehr. Ignoriert 30% des Schadens und Energieresistenz des Ziels. Aber auch Splittergranaten. Aber jetzt haben wir wenigstens eine geile Waffe. Wenn Schweine fliegen. Ich bin voll. Ganz schön voll. Gut, die machen zwei, ne? Der Fettmann wiegt über 30. Ah, Schlagring ist das geringste Übel. Der hat 21. Der hat 9. So, wo ist der Baseballwerfer? Der hat noch hier Baseball. Ach, da Baseballwerfer. Auch 22. Und Baseballgranate. Ja, habe ich jetzt als Schrott mehrere Baseball bekommen? 16 Stück, okay. Wo ist Kate? Ich meine, die Aufgabe von ihm haben wir es abgehakt. Die ist durch. Aber wo ist Kate? Das ist mein Problem. Ich kann nicht rennen. Kate? Ich möchte nur was in die Tasche stecken, dass ich mich bald bewegen kann. Dann können wir ja auch ganz schnell zurück zum Stützpunkt. Das ist natürlich jetzt sehr ungünstig. Ich möchte mich per se auch jetzt nicht groß weiter weg bewegen. Ah, danke. Psst. Was gibt's denn? Ja, du kriegst erstmal irgendwas. Hier, nimm den Fatman. Hier, gibt's auch ein paar Schweineminen. Kannst du für mich das nutzen. Ja, nee, wird das echt angezeigt als Fatman? Sparschwein, 11 Stück. Ganze durch die Gegend ballern, wie du willst. Hier, gibt's auch den. Okay, kann ich mehr tragen. Na gut, denn. Okay, dann bringt das auch nichts. Dann ab nach Hause. Nach Hause. Sachen wegwerfen. Oder weggeben. Und dann geht's weiter. Problem ist nur die Frage, wohin? Die Frage ist nur, wohin? Tja. Die kommt weg, die kommt weg, der kommt weg, das. Der kommt erstmal weg, der kommt weg. Die Minigun kommt weg, der Schlagring kommt weg. Da kannst du mir eigentlich auch noch alles geben, was du hast. Ja, ich nehme gerne, halt gerne was für dich. Jo, die Granaten kannst du mir nehmen. Die Mine kann ich dir wieder abnehmen. Natürlich die Fatman. Das ist da eins. Den Rest kannst du gerne behalten. So, dann du weg. Hier weg. Wo war das Ding? Da, der Fatman. Der auch weg. So, habe ich auch was an Klamotten bei mir? Eigentlich nicht, oder? Na doch, den. Den linken Arm. Na gut. Ich werde auch Essen abgeben. Dürfte ja auch nicht allzu viel sein.
Ah ne, bei Ray haben wir noch. Noch, okay. So. Und den letzten Schrott, den ich abgeben möchte. Die Schreibmaschine ist wenigstens drin. So. 60 Tonnen Schrott. Nice. So, die Frage ist nur, was machen wir jetzt als nächstes? Wohin als nächstes? Schweine konnten fliegen, das ist gut. Was haben wir noch zu tun? Hancock, Biesterfabrik. Suche an Nationalparkzentraler Grundkorken. Berge 10 mm aus Crater Mass Blood Klinik. Aha, aha. Untersuche die Koordinaten des Notsignals. Wo ist denn das hier? Nach unter Volt 95 irgendwo. Aber könnte auf jeden Fall spannend werden, deswegen machen wir das einfach mal. Wir reisen zu Volt 95 und von da aus weiter. Dürfte eigentlich ziemlich gut funktionieren. Irgendwas hier? Nö. Haben wir das Notsignal hier? War das das seltsame Signal, ne? Ne, das Notsignal jetzt, okay. Ach, ja, mehrere Notsignale, okay. Dann gehen wir einfach mal dahin. Was soll schon schief gehen? Sagte er und starb. Wir können jetzt noch kurz gegenheilen. Und dann mal gucken. Ganz schön Wüste die Gegend, ne? Naja, wenigstens keine Gegner. Dachte ich. Kate, du was? Ich will voll in den Kopf schießen. Wo ist denn der Kopf? Okay, das hat leider nicht viel gebracht. Piep. Alter, der kann gut dodgen, die Kleine. Ich vorher nachladen. Gott, bist du aggressiv, Alter. Hat es. Also mir. Er hat es mir getan. Gut. Das war die Todeskralle. Gut, dass ich mich geheilt habe. Warum ist da eigentlich so ein Signal mitten im Dingens? Hier ist auch sonst nichts weiter.
Ist das ein Kopf? Ne, das ist ein Körper. Also, das ist schon ein Kopf am Körper dran, aber... Anna Holoband, was ist denn Simpelk? Er hat ein Telefon dabei. Na ja, sein einer Arm ist ab. Gut, aber wir hören uns einfach mal an, was er zu sagen hatte, ne? Inventar, diverses. Gerne Holoband. Und ab dafür. Achso, das war gar kein... Okay, Anweisung für Crane. Crane, obwohl ich mich dagegen gesperrt habe, wollte Sarge, dass ich dir eine Kopie der neuesten Vektor für die Pip-Boys gebe. Die geht nicht durch das aktuelle Betriebssystem, sondern greift auf eine niedrige Code-Ebene im Gerät zu. Wenn es das tut, passiert etwas Interessantes. Ach, ich verschwende meine Zeit. Du musst lediglich den Stecker an der Rückseite des Pip-Boys ziehen. Sei dieses Mal vorsichtig. Rein damit in irgendeinem Pip-Boy, gesetzt dem Fall, der Stecker ist gezogen und das Vektorprogramm sollte automatisch loslegen. Wenn du drin bist, kannst du die Daten von jedem Pip-Boy saugen, den du findest. Koordinaten, Protokolle, alles. Sarge hofft, dass wir weitere Vaults über ihre Pip-Boys aufstöbern können, wenn wir auf Vault-Bewohner stoßen. Du weißt, was das bedeutet. Ach, zur Hölle damit. Wie ich dich kenne, führst du eher die Vault-Bewohner zu uns als umgekehrt. Ich hoffe, Sarge weiß, was er da tut. Pip-Boy-Daten runterladen. Fehlerhafte Daten. Okay, das war's. Fehlerhafte Daten. Fehlerhafte Bilddatei. Okay. Untersuche die Gunner Pip-Boy-Koordinaten. Einfach Vortec. Mann, wo soll ich bloß anfangen? Gut, dass ich hier alles loswerden kann. Wir sitzen seit Wochen in diesem Vault fest. Mir wurde tierisch langweilig und die Spiele auf diesen Dingern wurden auch müde. Und zwar schnell. Eine Zeit lang war es ganz witzig, Zettel mit Trittmilch auf Karonis Rücken zu kleben. Aber da hieß es auch noch Papierknappheit. Außerdem ist es gar nicht mal so leicht, jemanden zu verarschen, der dauernd in seinem Zimmer hockt. Wir haben schon versucht, den Akrastotron so umzuprogrammieren, dass er ihm die Unterhose über den Kopf zieht. Naja, lief jetzt nicht so prall. Aber dann habe ich mich daran erinnert, dass mir Lasansky erzählt hat, dass er die Pip-Boys für Sarge umprogrammiert hat, damit wir auf Mission ins leuchtende Meer nicht verloren gehen. Bin gelaufen, Lasansky. Ich habe eine bessere Idee für das bescheuerte Programm. Ich habe ein paar Jungs zusammengetrommelt und wir sind in die Küche eingestiegen, um die ewig alte Majordok-Suppe zu klauen, die die Kantine tagelang vollgestunken hat. Die haben wir dann mit einem Seil über den Atrium hochgezogen. Danach mussten wir nur abwarten, bis Karoni Essen fassen wollte, als alle anderen schon im Bett waren. Ich kann es kaum in Worte fassen, wie ich mich gefreut habe, als der kleine Karoni Punkt über meinen Pip-Boy-Bildschirm gewatschelt ist. Als der Punkt im Atrium aufgetaucht ist, habe ich aufgesehen und da war er, komplett ahnungslos, dass er gleich wie ein fauliger Majolog im Sonnenschein stinken würde. Ich wies Jones an zu ziehen und die ganze Plöre klatschte auf dem Kopf. Sein Gesichtsausdruck war unbezahlbar. Er hat fast zu heulen angefangen. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Mein Sarge wollte diese Dinger echt benutzen, um uns morgen auf die Mission zu verfolgen. Okay, was habe ich jetzt für eine Aufgabe bekommen dadurch? Untersuche die Gunner Pip-Boy-Koordinaten. Die sind im leuchtenden Meer, das ist euch schon bewusst, gell? Gott. Finde ich es per se nicht so pralle, gebe ich zu. Aber egal. Ich sag mal so, ne? Ihn hat es halt schon erwischt. Und er hat das verdient, was er halt auch verdient haben sollte, aber trotzdem. Oh nee, Götter.
Ja, solange da keine Todeskralle entgegenspringt, bin ich jetzt ziemlich zufrieden mit. Aber andererseits... Hm. Hier ist noch sehr viel, wa? Eine Kirsche, ein Flugzeug, ein Ding. Ein Flugzeug? Eigentlich ist hier oben auch noch ein Flugzeug irgendwo in der Gegend. Hier müsste auch noch irgendwo ein Flugzeug sein. Hab ich auch nicht entdeckt. Mann, kleine blöde Flieger. Wir kriegen bloß gerade eine Menge Red ab. Obwohl, es hält sich Grenzen, der Red. Okay, dann war da bloß ein bisschen Red unterwegs. Gut. Was hast du entdeckt? Funkleitfeuer der Enklave. Ach, es ist die Enklavenaufgabe, okay. Holy, wo sind wir jetzt hier? Von diesen leuchtenden Punkten in Acht nehmen. Und wohin geht's als nächstes? Wir folgen dem Weg und den Signal. Aber wir gerade ganz schön viel Red abbekommen. Hobbes Marsch. Ach du Scheiße. Warte mal. Für sowas haben wir doch die Dinger, oder? Moment, ich hab die abgegeben, die Granaten. Zeit für etwas Spaß. Ach Kumpel, du wirst auch Spaß haben. Ich werde mir mit dir den Dreck von meinen Stiefeln machen. Jetzt kommt gerade ein radioaktiver Strom. Ernsthaft? Oh Mann. Also gut, jetzt macht das richtig. Ohne Scheiß. Und gutes Timing. Ein richtig schlechtes Timing. Wir können nicht lange hier bleiben wollen. Jetzt heißt es sterben. Mhm, wenn wir weiter hier bleiben, auf jeden Fall. Ich vermute mal, es sind alles Leute, die in der Kirche Schutz gesucht haben. Hier raus. Ich kann nicht ewig hier bleiben. Ich meine, ich könnte mir meinen Red X einpfeifen. Nö, doch Red X, doch, bräuchte ich. Komm schon. Wow. Was zum Teufel? Jetzt kriege ich wenigstens ein bisschen weniger Strahlung ab, aber ich weiß nicht, wie der Skate verkraftet. Lebst doch. Geht's wieder los. Du wirst sehen. Ja. Werden wir verfolgt?
Ja, Wunder, wenn das nicht verfolgen würde. Ach, legendärer Verwandeln eingefallener Ghoul. Oh. Ja, mutiert bringt er nichts. Dein Bein ist eh darin. Ah ja, gut. Nicht Armor. Geh ich jetzt hier runter? Geh ich jetzt hier rein? Ich meine, ich kann mich jetzt halt raus porten per Schnellreise, ne? Das ist ja alles machbar und doable. Jetzt bin ich hier unten. Jetzt bin ich hier unten. Naja, komm mal den gleich looten, was soll's. Du hältst mehr Stärke, je mehr du verstrahlt bist. Irgendwas Wertvolles müssen sie doch dabei haben. Das wäre sogar aktuell ziemlich gut. Aber da habe ich keine Taschen mehr, ne? Obwohl, egal, pass auf. Kleidung, wo bist du? Red betrieben. Aber ich hab ein bisschen wieder. Jawohl, Stärke ist auch nicht so das Wahre, ne? Obwohl, hier drin geht's von der Red Stärke her. Hier ist er eigentlich ziemlich fein drin. Ne? Geschafft. Zack, zack, zack. Ah, da noch weg. Da weg. Da liegt noch was. Du hast mich gerade ein bisschen erschrocken, Kollege. Ich kann den ganzen Tag warten, bis wie man ein Mädchen verwöhnt. Ah gut, die Strahlung ist übertrieben, okay. Ich gib mir hier. Ja, halt schon bitte. Wer ist denn weg? Und Metaway, hallo. Vielen lieben Dank. Hunden ab. Arschloch. Jeff angreifen, was? Auch rein hier auf dem Turm. Hä? Kate, was hast du getan? Ich hab sie noch nie so todesüchtig gesehen. Noch ein Ding, der eingefallen noch. Okay. Einer lebt noch, okay. Wait. Bist du jetzt der, den ich... mit dir den Dreck von meinen Stiefeln wischen. Das war zwar ein Legendary, aber der hat keine Items gehabt. Wie uncool ist das denn? Naja, gut. Alle tot? Jo. Okay. Was für eine Scheiße. Schlüssel zum Kirschensafe. So, die Daten rauslesen. Ich benutze dieses Ding besser mal. Vielleicht hilft mir eine kleine Beichte dabei, damit klarzukommen, was ich getan habe. Also los. Karoni. Er war nie wirklich der perfekte Söldner. Aber wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Er war gut mit diesem ganzen Technikkram. Terminals hacken, durch automatische Türen gelangen, Geschütztürme deaktivieren. Und ich habe den Rest erledigt. Aber das hat sich alles geändert, als wir bei den Gunnern eingestiegen sind. Die haben viel mehr bezahlt, als wir alleine zusammenkratzen konnten. War damals also eine leichte Entscheidung. Ich hatte ja keine Ahnung, was passieren würde.
wenn Caroni mit anderen Leuten außer mir zusammenarbeiten musste. Als ich meinen Trupp zugeteilt wurde, fühlte sich das an, als würde ich die Jungs schon ewig kennen. Wir arbeiteten gut zusammen und meine Treffsicherheit brachte mir Respekt ein. Bei Caroni lief es anders. Er war schon immer eine Nummer für sich und seine Schüchternheit frustrierte Sarge. Oder Serge. Es war ein Fehler, ihm ein Nesergewehr in die Hand zu drücken, denn sein Talent lag ganz woanders. Ich dachte, dass sich die Dinge ändern würden, als mit dem Volt einnahm. Dass er etwas aus sich herauskommen würde. Aber es war genau das Gegenteil. Diese verdammten Pip-Boys. Er ist von ihnen besessen. Er ist die ganze Zeit in seinem Zimmer und spielt. Ich habe versucht, ihn davon wegzureißen und ihm gesagt, dass ihn Sarge herausschmeißen würde, wenn nicht noch Schlimmeres. Aber er weist mich immer mehr ab. Lustigerweise schlage ich ihn immer bei diesen Spielen, obwohl er sie schon viel länger spielt. Wenn ich nochmal 3 Runden höre, passiert was. Vielleicht macht er sich ja noch eines Tages. Aber so lange kann ich nicht warten. Ich muss etwas tun, und zwar schnell. Ich schulde ihm was, weil er mein Leben gerettet hat. Dieser Volt steckt voller Schems. Wird ihnen gar nicht auffallen, wenn ein paar Psychos fehlen. Wo muss ich jetzt hin? Noch weiter nie. Soll ich hier rein? Ach du Scheiße. Hab dich, du Bastard! Mach langsam richtig Spaß! Okay, du machst das schon. Ah, draußen geht schon wieder so ein radioaktiver Sturm los. Hier ist ein Bus schlag mich tot. Ja, schon wieder so ein Regen hier. Also ich muss sagen, so im Groben und Ganzen gefällt mir die Gegend gar nicht. Ich kriege viel zu viel Red Up. Auch nichts. Vor allem müssen wir aus dem Turm um raus, ne? Ja, schon wieder ein radioaktiver Sturm. Und unser Ziel ist da hinten in der Richtung irgendwo am Turm. Wir werden hier ganz viel Red Array brauchen. Und Red X. Ich weiß gar nicht mal, wie lange diese Dinger halten, die Stats. Red X Strahlung widerstehen, 100, ja, aber wie lange die halten, weiß man nicht, ne? Na gut, ich würde sagen, wir machen hier aus. Ich sage danke fürs dabei sein und fürs Zuschauen. Ich warte das mal ganz kurz so, sonst kriege ich viel zu viel Strahlung ab. Ich sage danke fürs dabei sein und fürs Zuschauen. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.